100 Jahre Edersee und natürlich ein Drachenbootrennen auf dem 10 Hektar großen Teich im Ferienpark und Campingplatz Teichmann Herzhausen Edersee. Die Veranstalter und Bürgermeister Matthias Stappert stehen schon in den Startlöchern und die kleine Lara Marie schlägt den Takt dazu. Wird dann entscheiden, Boot 1, 2, 3, 4 und dann gibt es, oder 5 auch, und dann gibt es die Steuerleute dazu. Und da gibt es jetzt nicht, ich möchte aber gerne den oder den, das haben wir nicht. Welche Anforderungen muss ich erfüllen, wenn ich eine Mannschaft bringe? Was müssen die können? Also in erster Linie, dass sie sagen wollen, okay, die 200 Meter, die wollen wir, auch wenn die Zunge und der ganze Körper nach Blut schmeckt, aber die wollen wir schaffen und ansonsten, ja, gemeinsam eigentlich hier für die Region eine riesen Party feiern. Ich bin die Angestellte. Vielen Dank. Und dann ist hinten ja der Instruktor, der Steuermann, der das Boot auf Kurs hält. Das ist ein Profi, der das eigentlich regelmäßig macht oder fast täglich macht und entsprechend da das Team auch noch anpeitscht und pusht, dass sie möglichst die optimale Leistung haben. Dann die große HL4-Party stattfinden, dann mit Tobias Hagen. Gibt es da besondere Anforderungen an die Wettkämpfer? Müssen die sich da irgendwie besonders noch stylen? Müssen die im Mannschaftslook kommen? Ja, man sollte vielleicht das T-Shirt mal wechseln, was man angehabt hat. Das kommt vielleicht nicht so gut auf der Tanzfläche. Aber wichtig ist einfach dann, je nachdem, wie das Rennen gelaufen ist. Also wenn es gut gelaufen ist, ist die Stimmung sowieso gut. Wenn es nicht so geklappt hat, dann einfach auch zu der Party gehen und sich trösten, entsprechend feiern, dann sieht das am nächsten Morgen oder vielleicht dann danach auch schon viel besser wieder aus. Welcher Preis winkt denn eigentlich dem Sieger? Da darf ich lieber an den Kollegen Klaus Hameln weitergeben von der EDA Touristik, der da den entsprechenden Bereich doch eher mehr geplant hat als wir jetzt vom sportlichen Bereich. Gut, dann nochmal die Frage, welcher Preis winkt? Fangen wir erstmal an mit dem Kostümierungspreis. Es gibt also drei Preise für die beste Kostümierung. Das heißt also, die Gruppen bzw. die Teams sind aufgefordert worden, sich ein wenig zu verkleiden und dementsprechend der beste Kostümierung wird natürlich dann ausgelobt. Ansonsten die Mannschaften selber, von Platz 52 bis Platz 1 gibt es jeweils einen Pokal. Es muss sich einfach überraschen lassen, die ganzen Teams. Dann wird es auf jeden Fall spannend. Also, Freitag Anreise, 1000 Meter Rennen am Freitagabend. Samstag dann das große Rennen mit den Qualifikationsläufen. Ab 19 Uhr dann das Ganze auch noch live im Programm im HR-Fernsehen. Und ab 18.30 Uhr. 18 Uhr. Ja, zwischen 18 und 18.30 Uhr live im Programm dann in Main Tower. Und dann abends, spätestens ab 20 Uhr, die große HR4-Party mit Tobias Hagen. Kann nichts mehr schief gehen.